So, ich bin hier am Scheppi, eine Woche nach dem Regen. Und man sieht, es gibt noch genug Wasser. Aber man muss auch wissen, das hier ist praktisch ein natürlicher See. Hier ist ein unterirdischer Wasserlauf. Und wenn es dann mal regnet, dann steht hier das Wasser, was vollkommen natürlich und normal ist. Ich war auch schon im Jahr 2006 hier in Mersuga, wo ebenso heftige Regenfälle waren, wo aber viele Herbergen zerstört worden sind, weil die Erbauer einfach nicht daran gedacht haben, dass hier ein unterirdischer Wasserlauf ist. Inzwischen hat man davon gelernt. Hier hinten auf dem Berg, das ist die Auberge Jasmina, die damals auch betroffen war. Und man hat das natürlich jetzt alles anders gebaut. Man hat einen Berg angelegt. Es gibt eine Brücke als Zufahrt. Und diese Brücke hat natürlich auch die Flut überstanden. Die ist da. Und klar, es gab schon ein paar kleinere Schäden hier in Mersuga, aber so viele nicht. Und bei den Herbergen ist nichts passiert. Ich bin jetzt hier in diesem wunderschönen Ria Chaluka. Es gibt ja die Chaluka-Kette mit mehreren Hotels. Das sind die schönsten Hotels im Süden. Es gibt nichts Besseres. Und die haben jetzt hier direkt vor dem Erkschebi auch auf einem Berg, haben die jetzt hier ihren herrlichen Riad gebaut, wo man dann im Pool liegen kann und sich die Sanddünen anschauen kann.